ist auch eine übelst fette Tafel an Wörtern. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Die Schreie, die wir hier bekommen haben. Druckwelle. Dein Gegner hören dein Tum, kennen jedoch nicht seinen Ursprung, den sie daraufhin zu suchen beginnen. Ach so, das verwirrt. Ja, das können wir ja mal lernen. Kann ich die jetzt dann weiter leveln irgendwie? Wenn ich das nächste Wort kenne? Keine Ahnung. Mal schauen. Jetzt erstmal hier durchsuchen noch. Rolle Schneesturms. Ah ja. Und ein Zwergenschwert. Waffen. 24. Na super. Bringt uns also nichts. Ein Stab der Feuerbälle. Ach du Scheiße, ist der teuer. Der bringt uns einiges an Gold. So, jetzt haben wir das hier jedenfalls mal geschafft. Ich speichere mal. Aber da hinten ist noch eine Markierung von irgendwas. Da schaue ich jetzt erstmal nochmal hin. Natürlich unser Schwert ziehen. Ach, ich habe gar nichts als Sekundär festgelegt. Eisform, Eisstachel. Ups, falsch. Jetzt geht's wieder. Ich schaue jetzt mal hier rauf, was da noch ist. Da ist irgendwie was markiert. Ihr seht es bestimmt. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Es ist auch viel zu weit weg. Ich muss eh in die Richtung, also laufe ich mal das andere Ding ab. Kommen wir, können wir hier runter oder sterben wir da? Ja, gut. Vorsichtig dann. Keine gute Idee war das übrigens. Habe ich das schon erwähnt? Hier ist irgendwo ein Riesenlager wieder. Ups. So, was ist das jetzt genau hier? Aua. Hier ist eine Stadt oder eine Ruine oder was? Ach cool. Was ist das, das Symbol für Ruinen, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Hm, okay, schauen wir doch mal runter. Wenn wir irgendwie runterkommen würden. Was wir nicht tun. Scheiße. Da kommen wir runter, oder? Ups, naja, so natürlich nicht. Das war jetzt irgendwie doof. Ach ja, stimmt, da haben wir ja Eisform und Eisstachel. Wo kommen wir jetzt hier am blödsten runter? Ich laufe jetzt mal einfach wieder hier den Weg lang. Schauen wir mal, ob wir hier runterkommen. Oder geht's hier überhaupt runter? Es müsste irgendwo da in der Umgebung. Müsste da das scheinbar sein. Diese Ruinen. Ich weiß gar nicht, ich habe die Orientierung ein bisschen verloren hier in dieser Welt. Hier oben ist unser Pferd noch, hier ist ein Wolf. Das ist übrigens eins der Tiere, das, wenn es funktioniert, eine neue Textur bekommen hat. Der Wolf. Beide Arten der Wölfe, also Schnee und Eiswolf, Schnee und normaler Wolf, haben bei mir jetzt, wenn es wie gesagt funktioniert, neue Texturen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Aber ich glaube, bei den Drachen hat es funktioniert. Was bist du? Ein Vieh, das uns nicht angreift. Ja, okay. Was ist das? Schrein von Julianos. Aha, das ist ein Schrein. Also, ich sehe da eine Leiche und eine Platte. Naja, wenn die das ausschreibt. Was bist du? Vieh. Okay. Akzeptiert, dass du ein Vieh bist, aber welches? So, hier kann man vielleicht... Upsala, hier brennt was. Hui, warm, Feuer. Hier ist ein... Ach, das ist das Riesenlager. Können wir da gefahrlos durch, oder ist das keine gute Idee? Ich möchte jetzt die Ruine da hinten noch entdecken. Die Mammuts sind ja friedlich. Ich weiß nicht, ob die Riesen friedlich sind. Ich glaube aber schon. Wie war das mit... friedlich? Hilfe! Eisgeister auch noch? Okay, ganz schlechte Idee. Ich befürchte, wir haben es verkackt. Oh mein Gott. Ich habe Angst, hinter mich zu schauen. Wirklich. Sehr viel Angst sogar. Eisgeist, scheiße. Ja, jetzt haben sie auch. Wunderbar. Ich weiß nur nicht. Ich habe die immer noch... Oh, die sind immer noch aggro. Nicht so gut.
Hier ist irgendwie eine Erzader, aber ich würde mir gerne die Ruine hier anschauen, aber ich fürchte, das erwarten uns auch nur garstige Gestalten. Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. Sag ich ja. Oh, tot. Das ging ja schnell. Ach, das ist dieser Pfeil, den uns die anderen letztens immer reingeschossen haben da. Die, wie heißen sie, die Falmer? Das, die haben da uns doch immer so einen dummen Pfeil reingeschossen, die Scheißteile. Ach, hier ist eine Truhe. Was ist das? Da war doch gerade ein Schwert. Zaubertrank. Da war doch ein Schwert. Oder habe ich mich jetzt da vertan? Ach, das war ja einfach. So einfach könnte es doch immer sein. Neue Stufe. Yay. Ich möchte jetzt eigentlich mal... Magiker haben wir schon 145. Dann können wir ja auch in die Akademie. Ich verbessere jetzt mal die Gesundheit. Und schau mal, ob wir Schmieden verbessern können. Und einhändig. Können wir da was machen? Bäh. Ach, ich habe 2 Talente zu verbessern. Ach, ist ja schön. Kampfhaltung, Knochenbrecher, Klingenspezialist, was mich bringt. Angriff mit dem Schwert, dann haben wir eine... Ah, das können wir doch mal machen. Bäh. Ne, Streikkolbenangriff bringt uns gar nichts. Kriegsäxte auch nicht. Dann schaue ich mal nochmal bei... Ne, oder Zerstörungsmagie. So, Zerstörung. Was können wir hier? Verstärktes Feuer. Feuerzauber bewirken mehr Schaden. Das ist doch mal verdammt. Was ist Flammenmeer? Was macht das? Bei Feuerschaden fliegt das Ziel, wenn seine Gesundheit sehr niedrig ist. Ja, das könnte auch nützlich sein. Aber später. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier rum. Oh, hier liegt ein Toter. Ich nehme jetzt auch mal den Feuerblitz. Dass wir die Feuerzauber auch nutzen. Dann kurz speichern mal wieder. Oh, eine Falle. Und ich wäre fast noch reingelaufen. Sehr intelligent. Wo geht's hier eigentlich rein? Geht sie überhaupt irgendwo rein? Ist die bessere Frage, glaube ich. No. Äußerst effektiv, die Zauber. Das habe ich ja, äußerst effektiv. Es lohnt sich so zu spielen. Fällt mir gerade so auf. Die Weißen sollen euch holen. Nö. Wo ist denn die? Was ist das? Fackelhalter. Ach, da kann ich die Fackeln klauen. Yeah! Hallo, möchtest du nicht mal treffen? Ach, ein Banditengesetz los. Und jetzt mache ich auch kritischen Schaden teilweise. Ist doch schön. Bier, Gold natürlich. Das Zeug lassen wir hier. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Banditenanführer. Kann es sein, dass das eine Quest war, die wir schon vorerledigt haben, weil hier ein Banditenanführer rumfleucht? Ah, ein Ding, ein Item wollte ich sagen. Hier geht's wieder runter. Und da scheinbar das Tor aufmachen zu können. Naja, wenn man denn nicht rauf kann. Jep, da kann man das Tor aufmachen. Hier geht's aber auch noch rauf. Da schaue ich jetzt natürlich auch noch rauf. Dass die Banditen sich hier irgendwie halten können bei der Wildnis und bei den ganzen Drachen, das wundert mich irgendwie immer wieder. Weil die müssen schon Überlebenskünstler sein hier. Sonst geht da nichts. Hier geht's überall noch weiter. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Bäh. Runterfallen ist nicht gut. Hier ist überall ein Weg. Wo geht's hier noch hin? Hier ist noch eine kleine Basis. Was ist das? Steinbank. Na, hinsetzen brauchen wir uns gerade nicht. Zwergenhalm. Oh, Dietrich, Gold, Granatstein und Stahlstiefel. Schauen wir mal, was wir da... Spitzhacke, Stab, da haben wir nichts. Stahlhalm der Geringzerstörung, 28. Ein großes... Ne, das bringt uns eigentlich nichts. Ich nehme wieder den Stahlhalm.